Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr alle wisst, ist Homeschooling, Homeoffice und auch Live-Meetings ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens geworden. Wichtig hierbei ist eine Kamera und ein Mikrofon und das Ganze sollte möglichst zuverlässig und einfach funktionieren. Und genau dafür ist die eMeet Nova gemacht. Die eMeet Nova ist eine kleine Full-HD-Webcam, die ich jetzt in diesem Video unboxen werde. Und im Anschluss wird mein Zukunfts-Ich euch ein kleines Review zu der Webcam geben. Die Bestandteile des Reviews werden sein die Einfachheit der Benutzung und die Bild- und Tonqualität. Zunächst aber noch ein kleiner Disclaimer. Das Video ist in Zusammenarbeit mit der Firma eMeet entstanden. Die haben mir ein Testsample zukommen lassen zum Testen. Allerdings wird mein Bericht trotzdem unabhängig davon neutral und objektiv sein. Viel Spaß! Hier haben wir das gute Stück. Die Kamera unterstützt Full HD, also 1080p, hat einen Autofokus und zwei Mikrofone zur Aufnahme von Stereoklang, was gute Tonqualität bedeuten soll. Außerdem ist sie um zwei Achsen dreh- und schwenkbar, das zeige ich euch gleich noch, und man kann sie am Monitor oder an einem kleinen Stativ befestigen. Die UVP der Kamera liegt bei 50 Euro, ich habe sie aber im Internet auch schon für 40 gesehen. Packen wir das Ding mal aus. Okay. Ja, hier sehen wir nochmal Autofokus, zwei Mikrofone, Crystal Clarity, ich nehme an, dass das die Audio betrifft. High Compatibility bedeutet, dass das Gerät eine sehr hohe Kompatibilität mit anderen Geräten aufweisen soll. So, jetzt packen wir sie mal aus. Ja? Okay. Wusch. Thank you for choosing eMeet. Okay, was sehen wir hier? Wir sehen jetzt hier ein kleines User Manual. Sprachen Englisch und Deutsch. Das ist jetzt für meine Zuschauer wahrscheinlich das Relevanteste. Dann haben wir nochmal eMeet, can I help you? Ah, okay, das ist für den Kontakt des Kundensupports. Hier sehen wir schon, wir haben einen 24-Stunden-Support und eine Garantieverlängerung für VIP. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das bedeutet. Vermutlich, wenn man das Gerät bei eMeet selbst registriert. Okay, was haben wir hier noch? Ah, hier ist noch die einjährige limitierte Garantie, die hier draufsteht. Dann sehen wir, dann sehen wir schon die Kamera. Okay, wir sehen, dass das die Kamera mit einer Schutzfolie bedeckt ist. Die können wir hier mal abziehen an der Stelle. Und dann sehen wir schon mal, dass da auf jeden Fall eine ziemlich große Linse vorhanden ist. Und an der Kamera selber hängt dann direkt auch ein Kabel. Und das ist da auch dann dran gebunden. Ich mache das mal kurz locker. So, hier könnt ihr die Kamera schon mal sehen. Man sieht vielleicht schon, sie ist dann doch ja gar nicht so klein. Ich halte jetzt hier mal mein Handy daneben. Er ist auch wesentlich kleiner als mein Handy. Ihr könnt euch da jetzt einfach mal selbst ein Bild von machen. So, und was wir hier noch haben, ist dann ein USB-Typ-A-Kabel. Hier könnt ihr sehen, das ist ein USB 3.0-Kabel. Und dann haben wir noch unten an der Kamera eine Stativschraube. So können wir es dann auf dem Stativ befestigen. Vermutlich ist es aber so gedacht, dass wir die Webcam mittels des Aufklappmechanismus am Monitor befestigen. Und da sieht man auch schon, dass hier das Ganze gummiert ist, damit man den Monitor nicht beschädigt. Das war so ein bisschen mein Bedenken. Aber so kann ich das jetzt erstmal ohne große Probleme testen. So, das war's auch schon. Viel mehr gibt es jetzt bei der Kamera gar nicht zu sehen. Es ist nichts weiter mitgeliefert, außer die Kamera selbst und ein Kabel, das direkt an der Kamera dranhängt. Zum Thema Einrichten, Bildqualität und Tonqualität komme ich gleich. Das wird euch mein zukünftiges Ich erzählen. Bis gleich. So, zwei Wochen sind vergangen und ich habe jetzt die eMeet Nova soweit erstmal getestet. Punkt Nummer 1, die Einrichtung. Die Einrichtung verlief so einfach, wie man sich es vorstellen kann. Ich habe die einfach mit USB an meinem Rechner angeschlossen und dann stand unten im Eck, ich verwende Windows 10, dass Windows jetzt die Treiber heraussucht und einen Moment später stand da, dass die Treiber für die eMeet Nova installiert sind. Und dann konnte ich auch schon sowohl in der Kamera-App bei Windows als auch bei Zoom die Kamera auswählen und es hat einwandfrei funktioniert, also genauso wie es funktionieren soll. So, Punkt Nummer 2 auf meiner Checkliste war die Bildqualität der Kamera. Ich habe hier sowohl bei gutem Licht als auch bei schlechtem Licht das getestet und auch in Zoom getestet. Und ich würde sagen, bei der Bildqualität überzeugt ihr euch einfach am besten selbst. Ihr seht mich jetzt direkt so, wie die Kamera mich aufnimmt. Natürlich ist es kein direkter Vergleich zu meiner Kamera, mit der ich Videos aufnehme. Aber wenn man sie in Relation zu dem setzt, wie die Aufnahmen von meinem Notebook aussehen, die ich euch dann gleich auch mal zeigen werde, muss ich sagen, das Bild kann sich echt gut sehen lassen. Man sieht beim Bild so ein ganz leichtes Rauschen, beziehungsweise so Artefakte in mir, hätte ich gesagt. Aber das sieht man, wenn man im Zoom-Meeting ist, überhaupt nicht, weil da ist ja das Bild dann deutlich kleiner. Dementsprechend
richtig, richtig gut. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Autofokus mit mir zu kämpfen hat, aber nur ganz, ganz selten. Da seht ihr vielleicht in der Aufnahme, dass es mal kurz ruckelt, obwohl der Monitor sich an sich nicht bewegt. Das passiert aber nur sehr, sehr selten. Im Großen und Ganzen muss man sagen, oder finde ich, ist die Kamera wesentlich schärfer als meine integrierte Notebook-Webcam und dementsprechend geht die Bildqualität soweit in Ordnung. Gerade habe ich hier gutes Tageslicht in meinem Zimmer und ich spiele euch jetzt auch gleich mal noch eine Lowlight-Aufnahme ein. So, das ist jetzt die Lowlight-Testaufnahme mit der IMI Nova. Man kann mich noch klar und deutlich erkennen, obwohl es in meinem Zimmer ziemlich dunkel ist. Also im Großen und Ganzen erstmal ganz gut, auch wenn man natürlich sieht, dass es ein großer Unterschied zur Tagaufnahme ist. Und im Vergleich dazu spiele ich euch auch mal eine Aufnahme ein, wie sie von meinem Notebook kommt. So, jetzt seht ihr zum Vergleich eine Testaufnahme mit meiner Webcam aus meinem Notebook. Das ist eine 720p Webcam und ich denke, der Unterschied zur IMI Nova ist auf jeden Fall deutlich sichtbar. Und außerdem dann eine dritte Aufnahme jetzt. So sieht es dann aus, wenn ich mich mit meiner Sony ZV-1 filme. Das ist allerdings eine 700€ Videokamera und kein realistischer Vergleich. Aber ich habe es testweise einfach mal ausprobiert. Und dieses Video stammt jetzt aus meiner Sony ZV-1, der Kamera, mit der ich normalerweise meine YouTube-Videos aufnehme. Jedoch ist das kein ganz so fairer Vergleich, denn die verwendet man normalerweise nicht fürs Zoom-Meeting beziehungsweise als Webcam. Also im Großen und Ganzen, finde ich, kann sich die Bildqualität auf jeden Fall sehen lassen. Besonders, wenn man bedenkt, dass bei solchen Online-Meetings das Bild von einem selbst ja nochmal wesentlich kleiner ist und das Bild dann einfach nochmal schärfer aussieht. Normal betrachtet man sich ja nicht über die ganze Bildschirmgröße selbst, wenn man mit einem Webcam chattet. Mein nächster Punkt in diesem Video ist die Audioqualität. Und genau diesen Abschnitt nehme ich jetzt auch schon mit dem internen Mikrofon der IMI Nova auf. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen finde ich den Ton okay. Er ist jetzt nicht weltbewegend und ich finde auch mein Mikrofon, das ihr jetzt mal hören könnt, klingt dann doch nochmal ein ganzes Stück besser. Aber wenn man überlegt, dass man das einfach anschließt und dann in eine Webkonferenz gehen kann, finde ich trotzdem, geht der Ton vollkommen in Ordnung von der IMI Nova. Außerdem habe ich euch auch noch Aufnahmen aufgenommen, die mit meinem Notebook entstanden sind, mit dem Mikrofon und der IMI Nova. Die spiele ich euch kurz mal ein. So, das ist jetzt noch eine Testaufnahme mit dem IMI Nova. Versteht man mich gut? So, und das ist jetzt eine Testaufnahme der Audio mit dem internen Mikrofon meines ThinkPads. Und jetzt als drittes kommt noch eine Testaufnahme mit meinem Lavalier-Mikrofon, mit dem ich normalerweise meine YouTube-Videos aufnehme. Und jetzt im Großen und Ganzen, wenn ich die IMI Nova mit meinem Notebook mal vergleiche, würde ich sagen, dass der Ton bei der IMI Nova klarer ist, aber man hört ein leichtes Hintergrundrauschen im Hintergrund, während bei meinem Notebook der Ton dumpfer ist, aber man hat überhaupt kein Rauschen im Hintergrund. Also dementsprechend muss man da abwägen, was man eher mag. Mir persönlich ist das nicht so wichtig und finde den Unterschied generell nicht sonderlich gravierend. So, jetzt komme ich auch schon zum Fazit. Generell muss man sagen, die IMI Nova ist im Internet ja so für um die 40€ zu bekommen. Und genau so muss man auch darüber urteilen. Und ich denke selbst, einfach nur aufgrund der einfachen Einrichtung ist sie auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung. Die Bildqualität und die Tonqualität gehen ebenfalls in Ordnung. Und ich denke, wenn man einen Desktop hat, also einen Rechner, der keine Webcam oder kein Mikrofon integriert hat, kann man auf jeden Fall bedenkenlos zu IMI Nova greifen. Wenn man allerdings schon ein Notebook hat, dann muss man da abwägen. Denn bei meinem Notebook, finde ich, ist der Unterschied zu IMI Nova zwar vorhanden, aber nicht besonders groß. Und dementsprechend würde ich mir wahrscheinlich die 40€ einfach sparen. Wenn man allerdings eine ziemlich schlechte Webcam hat oder eine defekte Webcam oder aber das Mikrofon ist ziemlich schlecht, dass Leute am anderen Ende sagen, sie verstehen einen nicht richtig, dann kann man mit der IMI Nova auf jeden Fall noch ein kleines Upgrade machen beziehungsweise die Funktion überhaupt bekommen. Und dementsprechend würde ich sagen, dass die IMI Nova generell ein guter Kauf ist, sofern man sie denn braucht. Zum Schluss geht nochmal ein kleines Dankeschön an die Firma IMI raus, dass ich die Webcam testen durfte. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch kann tatsächlich was damit anfangen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Denkt dran, lasst ein Like und ein Abo da oder schreibt mir in den Kommentaren, was euch gefallen bzw. nicht gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!